Riesenwirbel um unidentifizierbare Flugobjekte in Brasilien und Russland. Dieses Amateurvideo aus Sao Paulo soll ein UFO zeigen. Und sibirische Fluglotsen wollen sogar Kontakt mit Aliens gehabt haben. Sie hörten eine weibliche Stimme. Ganz Brasilien rätselt über diese Bilder. Oh, Rafa, tá virando, velho. Puta que pariu, man. Ist hier vielleicht wirklich ein UFO zu sehen? Mitten in den Wolken ist das Objekt. Es hängt in der Luft, dann gibt es plötzlich ein helles Licht. Es erlischt. Dann fallen zwei leuchtende Punkte zu Boden. Das Objekt sieht nicht aus wie ein Flugzeug. Für einen Vogel ist es viel zu groß. Augenzeugen wollen sogar gespürt haben, dass die Erde gebebt hat. Ein mysteriöses Ereignis gab es auch in Russland. Dieses Video zeigt ein unidentifizierbares Flugobjekt in knapp 20 Kilometern über dem Meeresspiegel auf dem Radar. Es ist früher Morgen. Flugkontrolleure in Sibirien versuchen, mit dem Objekt 0000 Kontakt aufzunehmen. Das Objekt muss knapp 10.000 Kilometer pro Stunde schnell sein. Highspeed. Außergewöhnlich, die Flugkontrolleure hören eine weibliche Alien-Stimme. Diese Stimme spricht undeutlich in einer Art Katzensprache, so etwas wie Miau, Miau. Das Flugobjekt ändert ständig abrupt seine Richtung. Über der Diamantenstadt Jakutsk muss es schließlich explodiert sein. Der Kontakt bricht ab. Die Bilder wurden bereits vor einem Monat ins Internet gestellt. Unklar ist allerdings, wann das Video aufgenommen wurde. Die Verantwortlichen des Flughafens gaben bislang keinen Kommentar ab.